Heute probiere ich Schwiegervaters Stolz von der Hertel Braumanufaktur. Herzlich willkommen zu Knölsch Bierkanal. Heute gibt es wieder mal was von Hertel. Ich habe ja neulich was bestellt gehabt bei Hertel und die Brauerei hat ja von dem Braumeister die ganze Familie verbraut, sozusagen, als Oma, Opa, Papa, Mama. Und es gibt einen Schwiegervater, den Alfred. Alfred scheint ein Raucher zu sein, also auf jeden Fall auf dem Etikett hat er eine Zigarette in der Hand. Und es ist ja auch ein rauchiges Bier, ein Rauchbier. Schwiegervater Stolz, der Rauchige, offensichtlich. Von der Frankenfamilie. Ja, Wasser, Gerstenmalz, Rauchmalz. Also, wir haben ein Rauchbier. Rauchbier ist etwas, das ich vor allen Dingen eben aus Franken kenne, nämlich aus Bamberg, genau gesagt. Da gibt's als vielleicht berühmtestes Rauchbier, zumindest aus Deutschland, das Schlenkerla. Ich muss zugeben, weil ich das das erste Mal getrunken habe, vor etlichen Jahren, dachte ich so, okay, alles klar, Schinken-Smoothie. Das hat sich geändert mittlerweile. Ich muss sagen, ich mag es sehr gern. Ich habe mittlerweile auch selbst mal ein Rauchbier gebraut, was dem Schlenkerla recht ähnlich kam und was dazu geführt hat, dass ich mittlerweile Rauchbier ganz gern mag. Ich kann es auch nicht jeden Tag trinken. Es ist halt ein bisschen weniger süffig als jetzt andere Biersorten, die ich sonst bevorzuge, aber ist durchaus gut trinkbar. Und das ist eben auch ein Rauchbier. 4,9 Volumenprozent Alkohol. Ja, von Hertel. Von Hertel hatte ich, wie gesagt, schon ein paar Playlists gibt es da und ich bin sehr gespannt. Viel zu sagen habe ich dazu nicht. Ja, Alfred, Schwiegervater. Mal gucken, oder? Kaplönk. Ja. Ja, sofort diese Schinkennote auch, die ich mir da sehr schön finde. Also, bevor ich Rauchbier mochte ich schon lange rauchige Whisky. Es gibt ja auch rauchige, manche Leute sagen taufige Whiskys. Die mochte ich schon immer irgendwie. Aber beim Rauchbier tat ich mich schwer. Aber mittlerweile, das ist schön. Also, die Nase sind ganz klar diese Schinkenchips, diese Mischung sind aus Flips und Chips, die so platt, aber ein bisschen dicker sind. Ein bisschen aussehen wie Schinken auch. Wenn man da die Nase reinhält, genau das gleiche wie das hier. Das sind echt Schinkenchips, wirklich. Also da kommt die Getreidigkeit von dem Malz und der Rauch, die erinnern total an diese Chips. Bin gespannt. Ja, es ist eine Bernsteinfarbe. Ist leicht trüb, nicht ganz klar. Schaum ist, ja, fast schon weg. Ist nicht schlimm. Aber das Restliche steht noch da, ist ganz gut. Eher ein grober Schaum. Ja. Ja, außer dem Rauch habe ich momentan noch nicht viel. Bei Whisky ist es oft so, dass wenn man einen rauchigen Whisky hat und länger dran riecht, dann ist der Rauch irgendwann weg. Und dann kann man hinter den Rauch riechen und riecht dann noch andere Aromen. Also, dann blendet der Kopf, die Nase, den Rauch aus, hat gelernt, okay, das ist jetzt nichts Gefahr, also kann man das rausblenden, wahrscheinlich. Und dann riecht man noch dahinter Aromen. Die habe ich jetzt momentan noch nicht. Da jetzt kommt so ein bisschen eine Frische. Aber nicht viel mehr. Also, aber der Rauch ist schon mal schön. Ich würde gerne probieren und sag mal Prost. Ne? Mich freut, dass das trotz der Rauchigkeit wesentlich
ja, süffiger ist als ein Schlenkerler. Wie gesagt, Schlenkerler mag ich, aber Schlenkerler ist eher ein bisschen schwer. Hat diese Rauchigkeit auch ordentlich auf der Zunge. Hat das auch, also die Rauchigkeit ist auch da, aber dahinter ist tatsächlich noch ein bisschen was wie eine spritzige Frische, die das Ganze besser trinkbar macht. Also so leichter macht. Irgendwas Zitronenmäßiges, so Zitrusfruchtmäßiges ist im Geschmack, finde ich, ein bisschen, es ist frisch. Es ist nicht, dass man jetzt sagen würde, okay, der Rauch drückt und man hat den Schinken auch auf der Zunge, das ist es nicht. Man hat diese Rauchigkeit, man hat diese leichte, ja schon so eine rauchige, vielleicht auch leicht Schinkennote, aber eben nicht so wie ein Schinkengewissen, das nicht. Es ist trotz, dass es ein Rauchbier ist, sehr süffig, muss ich sagen, wirklich, das gefällt mir gut. Hab's gut gemacht. Es ist anders als ein Schlenkerler. Schlenkerler ist wirklich, ich kann es schwer beschreiben, Schlenkerler ist einfach schwerer. Es ist einfach anstrengender vielleicht zu trinken als das hier. Musst du mal sagen. Das ist einfach leichter. Schön. Wir haben jetzt Sommer, auch wenn man es gerade jetzt hier nicht sieht, in meinem neuen Aufnahmeposition, aber es ist warm draußen. Das ist was man durchaus auch im warmen Wetter draußen trinken kann. Das ist nichts nur für den Winter und braucht was zum Wärmen. Ja, kennt ihr das? Kennt ihr andere Rauchbiere? Was für Rauchbiere bevorzugt ihr? Kennt ihr das Schlenkerler? Das hier ist ja eher, naja, zumindest da, wo ich bin, hier in Nordrhein-Westfalen, schwieriger zu kriegen. Ich habe es bestellen müssen. Deswegen, wenn ihr das kennt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder, wie gesagt, was ihr für andere Rauchbiere vorschlagen würdet. Ich probiere mich gerne dadurch. Ansonsten, bitte gerne ein Abo dalassen. Daumen nach oben, wie immer. Und bleibt mir gut gewogen und Prost.